Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm. Ja, und da sehen wir noch ein Problem. Hier haben wir noch die alten Kurse, die noch nicht auf den neuen Weg angepasst sind. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir werden hier einen neuen, einen neuen Kurs 25 anlegen, denn das ist so Mist. Das heißt, den hier, batsch, den löschen wir raus und sagen hier neuen Kurs aufzeichnen. So, den können wir auch wieder hier beginnen lassen. Also Aufzeichnung beginnen. Wir fahren jetzt extra etwas langsamer, damit die zwei Drehschemel uns hier nicht so aus der Bahn rauswerfen. Und hier können wir so schön den Weg entlang rüberfahren, sodass er da auch sauberer rumkommen sollte. Dann einmal hier übers Gitter, denn es sind ja nicht jedes Mal Rüben, die dort auf dem Feld gepflanzt werden. Also muss er auch an dem Gitter vorbei, wenn wir eben mal Getreide dort ernten und abtanken sollten. Dann fahren wir hier durch. So, und hier fahren wir jetzt nicht nur durch, sondern hier laden wir natürlich auch ab, damit wir hier wieder leer ans Feld hochkommen und da dann direkt wieder loslegen kann mit dem Abladen. So, noch ein Stück nach vorne. Wir haben hinten noch einen Anhänger. Nochmal den gleichen Drehschemel, den wir allerdings nur gemietet haben. Die Miete sehen wir auch eingeblendet. 1:57 haben wir da noch. So, dann einmal hier rum. Hier können wir auch ruhig ein klein bisschen Gas geben. Dadurch, dass ich die Kurse immer auf Maximalgeschwindigkeit dann laufen lasse, ist egal, wie schnell ich beim Einfahren fahre. Wenn ich natürlich dann sage, Cosplay soll immer so schnell wie beim Einfahren auch unterwegs sein, dann muss ich da vorher natürlich auch Acht geben, dass das passt. So, fahr hierhin, sage Stopp, das Ganze speichern wir. 25 Lager Silo und Enter abspeichern, Abfahrer einstellen und gut ist. Und jetzt habe ich was gesehen. So rum. Der ist hier, okay, der ist hier so schon wieder am runterfahren. Und er hat schon wieder fast genügend, um hier beide Hänger zu füllen. So, merkt jetzt, er kann hier nicht drehen. Dieser Cosplay, falsche Richtung. So, dann lassen wir den jetzt hier gerade drehen. Fahren wir nochmal ein Stückchen zurück. So, und jetzt können wir ihn wieder einschalten. Und jetzt funktioniert das auch. So, dann haben wir hier gesehen, da ist blockiert. Nee, da ist blockiert. Da ist nämlich der einfach elegant im Weg. Drescher, bleib stehen, damit ich hier erstmal rausfahren kann. So. Und dann kann hier wieder Cosplay eingestellt werden. Da hat er mal ein bisschen im Weg gestanden. Passiert. So, hier haben wir wieder Wasser. Das können wir auch wieder hier rein. Und dann geht es aber weiter. Wir werden auch da die Kartoffelwaschanlage wieder mit Wasser füllen. Oder haben wir da was? Nee. Da ist also etwas unterhalb voll. Das war zu stark eingeschlagen. So. So, hier einmal rum. Andere, einerseits müssen wir hier in die enge Gasse rein. Andererseits natürlich nicht gegen den Zaun fahren. So, funktioniert aber. Na, jetzt war er schon wieder aus dem Trigger rausgefahren, oder was? Da war doch das Abladesymbol kurz da. Warum auch immer das jetzt schon wieder weg war.
Wir fahren nochmal rein. Wir probieren es nochmal. Da haben wir es. Jetzt geht's wieder. So, können schon wieder den Vorwärtsgang reinmachen. So, und dann fahren wir wieder zurück. Fahren hier wieder zum Dämpfer. Der braucht ja doch regelmäßig Wasser. So, da können wir auch schon wieder ein bisschen Wasser. Und jetzt ist die große Überlegung, haben wir noch irgendeinen Anhänger frei? Ich glaube, wir haben im Moment gar nichts frei. Sonst hätten wir nämlich hier schon mal... Na komm, wir tanzen mal hier drüber. Jui. Sonst hätten wir nämlich schon mal ein paar Kartoffeln wieder in die Waschanlage fahren können. Aber nee, da sehen wir es. Das Einzige, was frei ist, ist der Sammelwagen. Und der kann die nicht. Also, da du gerade da bist, tun wir dich mal kurz entlassen. Zuckerrüben ist 15%. So, dann nehmen wir einmal Kartoffeln. Dann nehmen wir einen Anhänger. Beide würden eh nicht reinpassen. Dann hoffe ich nur, dass das wieder recht gut funktioniert mit dem Anhängen des zweiten Anhängers. Denn den werde ich hier abhängen müssen, oder? Ja, ich könnte versuchen, wenn ich seitlich ablade, könnte ich vielleicht auch so ranfahren, dass es geht. Schauen wir mal, aber hier würde ich, glaube ich, ganz steil rum. Und jetzt Gas. So, haben wir nichts mehr in den hinteren Anhänger bekommen. Glück gehabt. So, dann müssen wir hier einmal langfahren. Müssen da ganz dicht ran, damit das mit dem seitlich Abladen funktionieren könnte. So, steigen einmal aus. Gehen hier an die Anlage ran, drücken B, sehen das grüne Lämpchen da, ja? Das rechte Lämpchen von hier aus gesehen geht eben dann an. So, dann läuft die Anlage. Dann können wir hier wieder einsteigen und können schauen, ob wir hier irgendwie ein Abladesymbol bekommen. Machen wir mal das Tor auf. Aber nee. Mist, das geht so nicht. Da kommen wir so nicht nah genug ran. So, dann fahren wir eben jetzt mal hier hin. Schauen mal. Den stellen wir hier recht gerade. Stellen den ab. Und dann müssen wir jetzt mit einem schauen, dass wir da nochmal irgendwie rankommen. Fahren uns hier noch die Hecken ein bisschen klein. Macht nichts. So, dann versuchen wir hier jetzt mal ganz eng, ob wir es dann noch, vielleicht noch mit dem seitlich Abladen hinbekommen. Nee, will er so... Doch, jetzt! Jetzt geht's. Jetzt lädt er hier ab und dann sehen wir, das sieht also schöner aus wie mit dem Hänger in diesen Anhängertrigger reingefahren. Und die Anlage wird schön befüllt. Aktualisieren wir mal. Und es sind auch 21.000 Liter Kartoffeln angekommen. Es ist also nichts daneben gegangen. Sehr schön. Dann kann die Anlage wieder laufen. So, fahren wir wieder hier raus. Das Tor können wir wieder zumachen. Das brauchen wir für gewöhnlich ja eher nicht. So, und dann müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht schon recht schick vorne dran fahren. So, ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann drehen wir uns hier wieder um und versuchen hier wieder schön zurückzufahren, um das zusammenzuhängen, dass das wieder möglichst beim ersten Versuch funktioniert.
Stück zurück. Reicht das? Nee, reicht nicht. Müssen wir nochmal nach vorne. Waren wir ein bisschen zu weit links. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder umlenken, weil der ja total schief stand. Und jetzt aber langsam wieder gerade kommen. So. Und jetzt, ja, beim zweiten Versuch war es letzte Mal doch ein bisschen besser, aber gut, beim zweiten Versuch ist auch noch okay. So, stellen wir uns auch die Kamera wieder um. Ja, das mit dem Drehschemel ist natürlich auch Übungssache und würde ich das öfter machen, würde das auch noch besser klappen. Hier können wir jetzt wieder unseren Helferlein losfahren lassen. So. Hier sehen wir, ja, da sind wir schon kurz vor Ende. Hier müssen wir jetzt nur aufpassen. Da wird wahrscheinlich dann eine kleine Insel überbleiben. Weswegen ich da glaube, dann doch ein klein bisschen eingreifen muss. Denn wenn der jetzt hier zurückfährt, dann ist die Verbindung zwischen den beiden weg. Aber wir schauen erstmal. So, weil er Wendemanöver hat, hat er dem Cosplay-Fahrer gesagt, hier, halte mal. Deswegen hatten wir den kurz gesehen, dass der hier mitten in den Rüben drin steht. Und jetzt hat er wieder sein Signal, du darfst jetzt wieder losfahren, darfst kommen. Ja, und da sehen wir, die Verbindung ist damit zwischen den beiden weg. Das heißt, er würde beim nächsten Mal gar nicht mehr zu dem zweiten Häufchen fahren. Da werden wir dann also nochmal umsetzen müssen oder das dann manuell nochmal schnell abarbeiten. So, Übergabe Rüben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier und schauen uns unseren Kurs an, den wir da eingefahren haben. Ob der soweit gut funktioniert. Da gehen wir noch ein Stück zurück. Auch das ja eine Sache, die, ja, wo immer wieder gesagt wird, das ist interessant. Ja, das hier ist jetzt auch interessant. Da ist er nicht nah genug dran. Da drehen wir nochmal um. Da ist er nicht richtig unter das Abladeband gekommen. So, da fahren wir hier mal per Hand nochmal drunter, dann funktioniert das auch. Warten, bis er voll ist und dann können wir Cosplay wieder starten. Ja, und dann ist die Folge doch auch bald schon wieder rum. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir brauchen auch bald wieder Diesel. So, wo fährst du jetzt hin? Was hältst du davon, einfach mal direkt abzufahren? Kann ich aber hier nicht anwählen. Warum auch immer. Hm. Interessant, was er hier macht. Interessant, in der Tat. Ja, da sieht man, dass es natürlich auch nicht unbedingt so einfach ist, für Cosplay hier das alles zu berechnen. Und wenn man dann eben noch dabei hätte, dass er dann noch Kollisionsabfrage macht und schaut, wo sind Fahrzeuge, wo sind Bäume, Zäune oder ähnliches, um da nicht gegenzufahren, dann würde das Ganze dann doch vermutlich den Rahmen deutlich sprengen. So. Ja, mein Freund, das war ein bisschen hastig.
Das machst du sonst, glaube ich, auch anders. So, gut. Den können wir eigentlich ja ausschalten. Den brauchen wir im Moment nicht mehr. So, wir könnten... Haben wir Bedarf bei den Tieren, dass wir vielleicht füttern müssten? Masthuhn, Mischration 190. Wenn wir dagegen Getreidefrüchte 303 sehen, gehe ich davon aus, dass da was reinpassen würde. Und auch hier ist Mischration kleiner als beim Rest. Also würde ich sagen, da müsste was gehen. Das können wir dann aber hiermit machen. So, dann einmal starten. So, fahr mal die Schaufel hier was hoch, dass die nicht im Weg ist. Eigentlich können wir dann auch direkt hier noch ein bisschen schaufeln. Genau. So. Hey, was machst du mit mir hier? Interessant. Jetzt funktioniert's. Gut. Und ob die Schaufel auch da ankommt, wo sie ankommen soll, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.